Nikos, en is mij een wonderbare avond in Grand Casino Spasso. Een beetje Revue, een beetje Las Vegas. Wat is dat heute? Merci vielmals. Also, wir haben heute den Angelo Bordo mit seiner World Tour Show, wo er eigentlich wirklich durch alle Länder durchführt, wie ihr schon gesehen habt. Jetzt nach der Pause geht der ganze Spass noch mal weiter. Eine ganz tolle Steppshow. Kürzlich erst in Moskau auf der Bühne gesehen und jetzt bei uns eigentlich im Grand Casino Basel auf der Bühne. Angelo, von Leinwand auf die Bühne, zurück auf die Leinwand und noch einmal zurück auf die Bühne. Das sind unglaubliche Geschichten, unglaubliche Bewegungen, die du vollführst im Leben zur Zeit. Was ist der Reiz, auf einer Bühne zu stehen, wie hier? Der Reiz ist eigentlich immer noch der gleiche wie vor 35 Jahren, als ich angefangen habe. Wir haben dieses Jahr auch noch das 35-jährige Jubiläum, das wir werden feiern noch im November. Der Reiz ist eigentlich, die Leute zu sehen, dass wir sie mit unserer Tanzart, mit unserer Show können so begeistern können, wie du selber jetzt erlebt hast. Und ich glaube, das ist der Hauptansporn. Und dass es einfach Freude macht, in lachende Gesichter zu sehen, das war immer schon meine Devise. Ihr habt ein unglaubliches Tempo drauf, also jeder Respekt. Wie oft trainiere ich dir? Wo nimmst du als Idee für deine Choreografie her? Also trainieren tun wir im Prinzip normalerweise zwischen 2 und 3 Mal vor dem Auftritt. Sind solche dabei, die sind schon sehr, sehr lange dabei, schon seit 20 Jahren dabei oder noch länger dabei und sind immer noch junge Frauen. Choreografien, die fließen mir eigentlich rein, indem ich ein Musikstück höre. Ich sage immer, ich sehe das wie ein Maler, der ein Bild malen will. Er sieht viel gibt es ja, die sehen eigentlich schon, was sie malen wollen. Und wenn ich Musik höre, wie jetzt beim Gericht ist der Sirtaki, ich kann mich nicht angliedern an die Figuren des Sirtaki, an den Film von Alexis Sobas, weiss mit Anthony Quinn, wo sie in den Sand fallen, sondern ich habe einfach die Musik gehört und mache mir Bilder dazu, schreibe mir das auf. Und was für Schritte? Und das sind Schritte, die ich sofort entwickle. Es gibt Weltschritte im Stepptanzen, die kann man auch, aber das gibt nicht so eine tolle Choreografie wie das, wo halt zu einem Sitaki dann zum Beispiel passt oder zu anderen Nummern. Also, die können wir eigentlich wirklich so. Und jetzt noch die letzte Frage zur Premiere heute Abend. Du bist das erste Mal hier im Casino zu Basel, im Grand Casino zu Basel. Was sagst du dazu? Also es ist für mich eine riesige Freude, auf die ganze Gruppe, die sind sehr nervös, weil wir sind eigentlich auf der ganzen Welt, von Dubai bis, ich weiß nicht wo, auch dieses Jahr wieder unterwegs, weltweit. Aber auf Basel, in Basel haben wir so wenig Auftritt und dann haben wir erst noch ein erstes Mal im Grand Casino Basel und das macht uns alle sehr, sehr freudig darüber und wir haben natürlich richtig trainiert darauf arbeiten und haben alle Register gezogen, auch im zweiten Showblock, dass wir die grossen Highlights von den vergangenen 35 Jahren auf der Bühne zeigen und das erst noch in Basel im Grand Casino. Nikos, was für weitere Programmpunkte stehen in Zukunft für diesen Saal, für das Grand Casino Basel? Also wir haben erst gerade kürzlich ein ganz tolles Highlight können ankündigen. Das ist der Milo. Er war am Zermatt unplugged gewesen und wir haben gehört, dass er natürlich im April, am 17. April, bei uns im Grand Casino Basel dann auf der Bühne wird sein. Denke ist wirklich musikalisches Leckerbissen und musikalisches Highlight in der nächsten Zukunft. Madeleine, heute bin ich verblüfft. Das letzte Mal habe ich dich in kurzen Hosen gesehen über einem Spielfeldsäckchen und heute stehe ich hier in einem schönen Anzug. Was ist passiert? Ja, wir sind doch ein bisschen zur Sponsorenpflege. Wir haben das, uns ein bisschen präsentieren und uns doch ein bisschen auch da oben verschönern. Es ist sehr ungewöhnlich. Wie fühlt ihr euch dabei? Ja, es ist sehr speziell, aber es ist auch cool, mal mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und auch mal etwas anderes machen, Gläser einschenken und so weiter. Es ist tatsächlich etwas anderes. Ist es keine Option, den Sportplatz mit dem Laufsteg zu wechseln? Nein, keineswegs. Also deshalb mache ich das mit viel Herzblut, das auf dem Volleyballfeld rum. Nein, würde ich nie im Leben eintischeln. Merci vielmals, schönen Abend. Gibt es noch weitere Höhepunkte, die man jetzt schon verraten kann? Ja, weitere Höhepunkte. Wir haben, glaube ich, immer wieder Höhepunkte. Also wir haben am ersten Samstag des Monats haben wir immer unsere 80s-Party, die Flashback-Party. Dann haben wir MMA-Fight-Nights, wenn man eher Kampfsport addicted ist und so Sachen will schauen. Wir haben dann weitere, wir haben das Bullride-Event, den Bullride-Contest, wo es ein Preisgeld gibt von 1'000 Franken jeweils in den verschiedenen Kategorien. Also Mann und Frau trennt, damit es auch fair ist. Der Gewinner geht denen, der am längsten auf dem Stier oben bleibt, geht denen mit 1'000 Franken eigentlich heim.